Jetzt bist du drauf. Super. Okay, also. Hallo zu meiner Kurzvorstellung der Wetterschule. Ich bin Verena Leidecker, ich arbeite bei Wetter Online, habe vor vielen Jahren mal Meteorologie studiert, dann Kinder bekommen. Meine Kinder haben mir Löcher in den Bauch gefragt und zu Wetter und Klima konnte ich diese beantworten. Und dann haben wir so privat einen kleinen YouTube-Kanal gestartet, die Wetterschule. Jetzt hat mein Arbeitgeber das übernommen. Und deshalb findet ihr hier oben auf wetteronline.de/wetterschule jetzt die Wetterschule. Das Ziel, die Zielgruppe sind eher so kleinere Kinder, Vorschulalter, Grundschulalter, so 5., 6. Klasse. Und das Ziel ist, Kindern Wetter und Klima spielerisch mit ganz vielen Experimenten nahezubringen. Also sie sollen auf jeden Fall Spaß daran haben und Spaß an Naturwissenschaften bekommen. Verena, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Kannst du vielleicht ein bisschen reinzoomen in das Bild? Sonst wird das, glaube ich, im Stream zu klein. Schaut mal, seht ihr es so besser? Viel besser, dankeschön. Perfekt. Gut, genau, also wie gesagt, wetteronline.de/wetterschule, falls man das eben nicht sehen konnte. Ich zeige euch mal kurz, was es da so gibt. Also im Wesentlichen, das Gute ist vielleicht auch, dass es werbefrei ist. Das heißt, wir verdienen damit kein Geld, aber die Kinder werden nicht mit Werbung zugeballert. Und dann gibt es halt viele Kurzerklärungen. Also zum Beispiel hier der Treibhauseffekt. Ziel ist es halt da, das möglichst einfach für Kinder zu erklären. Hier gibt es ein kurzes Video mit dem Gewächshaus. Und wichtig für uns ist halt immer irgendwelche Experimente. Also hier ist jetzt ein kleines Experiment, dass man Schokolade nimmt, einmal dann ein Glas sozusagen drüber stülpt und dann guckt, wie schnell schmilzt denn welche Schokolade. Und dann sieht man, dass die Schokolade unter dem Glasdach ziemlich schnell schmilzt. Genau, das funktioniert auch, dieses Experiment, weil mit Eiswürfeln funktioniert es nämlich nicht, für alle, die das mal ausprobieren wollen. Genau, was gibt es sonst noch? Dann hatten wir einen Schwerpunkt, das Wetter beobachten ist ja auch so die Grundlage vom Klima. Wie beobachtet man, wie misst man die Temperatur? Und ganz nett ist hier vielleicht das Wetter richtig beobachten. Da gibt es so ein Wettertagebuch, ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen. Das kann man sich als PDF runterladen, ausdrucken für die Kinder. Das haben auch schon die Lehrer zumindest von unseren Schulen auch genutzt mit den Kindern. Dann kann man halt so wöchentlich immer gucken, wie ist das Wetter, Temperaturen, Niederschlag messen und so weiter. Also ist eigentlich ganz cool für eine Schule. Und das Gute ist, man kann auch die Instrumente relativ leicht mit den Kindern selbst bauen. Also zum Beispiel ein Barometer oder ein Feuchtemesser mit einem Haar. Ganz leicht ist ein Regenmesser. Und dann gibt es noch so ein kleines Faltheftchen hier, wo man sehen kann, ja, welche Windstärke ist denn überhaupt? Was passiert bei welcher Windstärke? Ja, und das kann man alles in dieses Wettertagebuch eintragen. Ja, dann ein großer Schwerpunkt, Experimente mit Kindern, für Kinder, ganz leichte, die selbst nachmachen können. Ein ganz einfaches Experiment war jetzt einfach im Winter eine Seifenblase gefrieren zu lassen. Das sieht total cool aus, das fanden die Erwachsenen auch ganz cool. Ansonsten gibt es aber auch ganz viele leichte Experimente. Was bei Kindergartenkindern immer ganz gut ankommt, das ist der Tornado in der Flasche, weil der sieht echt cool aus. Genau, dann gibt es halt noch mehr, zum Beispiel Wetterwissen für Groß und Klein. Also alle möglichen Fragen rund ums Wetter, rund ums Klima, beantwortet möglichst leicht für Erwachsene und für Kinder. Aber die sind auch so gemacht, dass es Kinder auch durchaus verstehen. Ja, Malbögen, vielleicht auch mal ganz nett für die Schule. Genau, und dann gibt es hier noch mal ein paar Sachen zum Runterladen. Was vielleicht auch noch eine schöne Idee ist, wenn ich Zeit habe, ich habe nämlich vergessen, die Stoppuhr zu starten. Das hatte uns eine Schule geschickt und die haben eine Art Wetterparcours gemacht. Das heißt, die haben verschiedene Messgeräte so versetzt draußen aufgestellt. Die Kinder mussten dann starten, hatten halt auch ihr Wettertagebuch dabei und haben halt dann geguckt, wie, aus welcher Richtung weht der Wind, wie stark ist der Wind und so weiter. Also diese ganzen Wetterparameter sozusagen eingetragen, aufgezeichnet, so kommen die Kinder an die frische Luft und lernen noch was zu Wetter und Klima. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, ich bin hingekommen. Prima, vielen Dank, Verena. Auch hier nochmal der Hinweis, du bist sicherlich auch gleich noch im Special Chat unterwegs, ja. Hoffe ich. Mhm, auf jeden Fall. Prima, wenn es da noch Fragen gibt, könnt ihr euch einfach an Verena melden. Dann vielen Dank.